dieses Plakat ist auch insofern ganz interessant, denn 1970 nahm die Werbeagentur Team 70 die Zusammenarbeit mit der CSU auf und die hat eigentlich das Image, das Erscheinungsbild der Partei grundlegend verändert, modernisiert. Es wurden die Parteifarben grün und blau eingeführt, die das Erscheinungsbild vereinheitlicht haben. Zuvor hatten die eigenen Landesverbände mit unterschiedlichen Farben gearbeitet. Auch das Logo der CSU, was ja bis heute verwendet wird, Raute und Löwe, wurde eingeführt. Sie haben übrigens auch das erste Mal mit dem weiß-blauen Himmel das bayerische Attribut schlechthin gearbeitet, was ja dann auch von der Tourismuswerbung und Wirtschaftswerbung kopiert wurde. Wer heute an Bayern denkt, wer die Farbe weiß-blau vor Augen hat, den weiß-blauen Himmel, sei es in Natur, sei es in seiner Fantasie sieht, der denkt doch nicht an die SPD. Das erscheint ja fast wieder natürlich. Ich sehe schon seit längerer Zeit, wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens. Politik. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles. Glauben Sie, Pilzkopf. Es gibt kein Glück im stillen Winkel mehr. Sagen Sie es den Verschlafenen, Verdrossenen, Saumseligen, Lätscherten und Lapperten in diesem Lande. Jetzt in Ihren Augen nach Ihrer Recherche ein Profi der Selbstinszenierung oder war er ein Dilettant? Strauß war an seiner visuellen Darstellung eigentlich nicht in dem Maße interessiert. Also er war zum Beispiel nicht eitel. Es hat auch für ihn keine Rolle gespielt, welche Krawatte er trug, welche Anzüge. Also er war da relativ unbedarft. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass das Bundespresseamt ein sehr unvorteilhaftes Foto von Strauß verwendet hat. Das hat ihn nicht groß interessiert. Es war dann eben Stoiber als Generalsekretär, der gesagt hat, wir brauchen ein offizielles Foto, wo du positiv rüberkommst. Ich kenne die Sprache des Volkes. Ich kenne die Mentalität und Psychologie der breiten Schichten, der breiten Massen unseres Volkes. Nicht deshalb, weil ich studiert habe, weil ich auf Schauspieler getrimmt worden bin. Nein, meine Damen und Herren, weil das meine Natur ist. Er war ja leidenschaftlicher Flieger. Im Alter von 53 Jahren machte er seinen Pilotenschein und verstand eigentlich von Anfang an, diese private Leidenschaft auch jetzt für seine Rolle als Politiker zu nutzen. Hier zum Beispiel eine Aufnahme aus der TZ, wo er zusammen mit dem Schauspieler Heinz Rühmann die A8 abflog als fliegender Verkehrsengel für den ADAC. Medienwirksam in Szene gesetzt in diesem Foto. Es geht eben auch immer darum, jetzt die Vorstellungen, die Attribute, die mit einem Piloten verbunden werden, eben Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfähigkeit, Professionalität, dass die eben auf den Politiker auch übertragen werden. Jetzt mit der Person beschäftigt, dann sieht man natürlich auch die Verdienste, die er für Bayern erlangt hat, also wirtschaftlich auf jeden Fall. Und, aber das Land hat sich natürlich auch gewandelt und so eine Person wie Strauß wäre heute auch schwer vorstellbar, wenn Sie denken, unser Bundespräsident Wulff, der musste wegen der Hotelrechnung von 200 Euro zurücktreten und das sind dann auch so Zusammenhänge, in denen Strauß immer wieder erwähnt wird, dass er sagt, also so ein Strauß hätte so eine 200-Euro-Rechnung überhaupt nicht tangiert. Dass man doch sieht, also die Gesellschaft hat sich verändert, es wird auch stärker darauf geschaut, was man als Politiker macht, wie unabhängig man ist, von wem man Geld nimmt oder irgendwie Geschenke. Es gibt eine schöne Geschichte von dem berühmten Hamburger Fotografen Mack.
der Strauß in Rottmay getroffen hat. Das sind sie in Keller. Strauß hat seine Waffen auch gezeigt und hat dann auch so eine Schusswaffe auf ihn gerichtet, ein Gewehr. Und dann sagte der Markt zu ihm: Herr Strauß, wenn ich jetzt ein Foto mache und das dem Spiegel schicke, haben Sie ein Problem. Und der Strauß hat gelacht und es war eine lustige Situation und der konnte dann sich frei bewegen. Hallo, kann man mich in München hören? Wir müssen leider die Sendung beenden. Darf ich eines einmal sagen? Die These, der Geist steht links, ist nichts anderes als die permanente Wiederholung einer Dummheit. Gott mit dir, du Land der Bayern! Einigkeit und Recht und Freiheit für das ganze Deutschland! Der linke Teil einer Minderheit, der Studenten, der Lehrer, der Pädagogen, der Dozenten, der Assistenten, der Psychologen, der Politologen, der Soziologen, da kommt es doch her. Das sind doch nicht Arbeiter, meine Damen und Herren. Die haben ihr Leben doch nie erschaufelt und Schrauben sie hier in der Hand gehabt. Spinner, den Studenten, aus dem Leben geratene Akademiker, wildgewordene Pädagogen.